Hallo zusammen, ich bin Christopher, ich bin Sportwissenschaftler an der Uniklinik in Essen und im Netzwerk Active OncoKids. In diesem Video wollen wir euch zeigen, wie ihr fit für die Skipiste werdet. Denn das Skifahren hat ja auch bei uns im Netzwerk schon eine große Tradition. Das heißt, ich zeige euch einfache Übungen für zu Hause, für die ihr wenig Equipment benötigt, um euch eben bestmöglich auf eine Skifahrzeit vorzubereiten. Denn eine Vorbereitung ist beim Skifahren enorm wichtig, um beispielsweise Verletzungen vorzubeugen, aber auch eben starken Muskelkater zu verhindern und eure Ausdauer und eure Kraft zu trainieren, damit ihr im Endeffekt noch mehr Spaß am Skifahren habt. Okay, dann beginnen wir auch schon mit der ersten Übung. Dazu stellt ihr euch mit den Füßen parallel hin und geht leicht in die Knie. Hände nehmt ihr nach vorne, als ob ihr die Skistöcke in der Hand habt. Und jetzt geht es darum, dass ihr die Knie nach rechts und nach links kippt, als ob ihr Kurven fahrt. Die Füße kippen dabei mit, dass die Fußsohlen kurz nach oben schauen. Und dadurch mobilisieren wir unsere Gelenke in den Beinen. Diese Übung führen wir jetzt 30 Sekunden durch. Und dann noch 5, 4, 3, 2, 1. Und stopp. Wir lockern einmal unsere Beine ein bisschen aus. Diese Übung wiederholen wir jetzt noch einmal. Und zwar könnt ihr jetzt mal versuchen, ein bisschen weiter in die Knie zu gehen oder auch die Schwünge etwas schneller durchzuführen. Dann werdet ihr merken, dass diese Übung viel anstrengender wird. Für diejenigen, für die das zu anstrengend wird, dann könnt ihr auch wieder etwas weiter nach oben gehen und die Schwünge auch langsam ausführen. Auch hier nochmal 30 Sekunden. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. So, bei der nächsten Übung sucht ihr euch am besten eine Linie auf dem Boden. Da könnt ihr beispielsweise auf dem Teppich eine Linie suchen oder eben zwischen zwei Fliesen. Und dann geht es darum, dass ihr von links nach rechts und wieder zurückspringt. Auch hier Hände wieder nach vorne, als ob die Skistöcke in der Hand sind. Und wir führen ganz kleine Schwünge durch. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Durch diese Übung trainiert ihr vor allem die Schnelligkeit, aber auch die Koordination, die eben auf der Skipiste sehr wichtig sind. Aber ihr merkt auch schon, das Herz-Kreislauf-System und auch die Muskulatur, die werden auch beansprucht. Wir machen nochmal einen zweiten Durchgang. Hier könnt ihr auch nochmal gucken, ihr könnt natürlich auch größere Sprünge machen, mit mehr Pausen dazwischen. Oder auch viele kleine Sprünge und möglichst nah an der Linie zu bleiben. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und geschafft. Sehr gut. Als nächstes gehen wir in die Position der Abfahrtshocke. Denn die Abfahrtshocke ist ja eine wichtige Position beim Skifahren, um Geschwindigkeit aufzubauen. Wir gehen also etwas tiefer in die Knie runter, nehmen die Hände wieder nach vorne und halten jetzt erstmal diese Position für 30 Sekunden. Die Sekunden solltet ihr schon schaffen, weil das eben auch die Zeit ist von den längsten Zielwegen und deswegen
sollte diese Marke eben angepeilt werden. Wenn ihr merkt, ihr könnt nicht mehr, dann könnt ihr auch kurz nach oben gehen, Beine ein bisschen auslockern und wieder runter in die Hockeposition. Also wie beim Skifahren, einmal hochgehen, Geschwindigkeit rausnehmen und wieder runter, um Geschwindigkeit aufzubauen. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und wieder hoch. Ihr merkt schon, da wird vor allem die Muskulatur im vorderen Oberschenkel beansprucht. Da brennt die Muskulatur jetzt wirklich. Okay, als nächstes gehen wir wieder in die Abfahrtshocke rein. Und können jetzt auch mal versuchen, Kurven zu fahren. Das heißt, wir kippen jetzt einmal nach rechts. Halten, halten, halten. Und nach links. Wieder Position halten. Gehen wieder in die Mitte. Zunächst nochmal nach links und wieder nach rechts. Und jetzt müssen wir einmal springen und wieder landen. Nach links und der nächste Sprung und nochmal ein Sprung und nach rechts, Mitte und unser letzter Sprung. So, dann sind wir auch schon im Ziel angekommen. Sehr gut. So, bei der nächsten Übung stellen wir uns auf ein Bein, heben das andere Bein leicht an, nehmen wieder die Hände nach vorne, leicht in die Beuge rein und wechseln jetzt das Bein. Hier machen wir also wieder kleine Schwünge und ihr merkt, es ist gar nicht so einfach stehen zu bleiben. Da muss vom Fuß bis zum Knie muss alles arbeiten. Wenn ihr nicht ganz so fit seid, könnt ihr natürlich auch etwas aufrechter stehen und erstmal eine kleine Sprünge durchführen. Und noch 3, 2, 1 und geschafft. Um diese Sprünge noch ein bisschen schießspezifischer zu machen, können wir auch versuchen, immer nur auf der Innenseite vom Fuß zu landen und die Sprünge auch etwas schneller durchzuführen. Das heißt, wir stehen auf einem Bein, jetzt lande ich immer nur auf der Innenseite und springe dann direkt wieder ab. Das ist auch sehr wichtig im Schneekanten. Und noch 3, 2, 1 und geschafft. Sehr gut. Als nächstes machen wir jetzt noch ein paar Übungen für die Rumpfmuskulatur. Denn die Rumpfmuskulatur ist auch enorm wichtig beim Skifahren, um stabil zu sein. Denn gerade auf der Piste ist ja sehr viel los durch andere Skifahrer oder auch durch Bodenwellen. Da muss der Körper ständig reagieren und den Körper stabilisieren, damit er eben nicht stürzt. Deswegen gehen wir jetzt einmal runter auf die Matte. Wenn ihr zu Hause keine Matte habt, dann könnt ihr euch das auch einfach auf dem Teppichboden durchführen oder euch ein Handtuch auslegen. Wir legen uns erstmal auf den Rücken, winkeln unsere Beine an und heben jetzt das Becken. Jetzt ist das Ziel, diese Position für 30 Sekunden zu halten. Wichtig ist dabei, dass ihr hier eine gerade Linie bildet und versucht wirklich den Po die ganze Zeit oben zu halten. Wenn ihr 30 Sekunden ohne Probleme schafft, könnt ihr auch mal versuchen, die Beine zwischendurch immer auszustrecken im Wechsel. Aber achtet darauf, dass ihr im Becken wirklich stabil seid und nicht auf der Seite dann herunterknickt. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und wieder runter.
zweiten Durchgang heben wir jetzt das Becken immer hoch und wieder runter. Auch hier wieder, wenn es zu einfach ist, probiert einfach mal das Bein auszustrecken, euch dann nur mit einem Bein hochzudrücken. Auch hier das Bein dann wechseln nach der Hälfte. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und geschafft. Als nächstes machen wir jetzt noch den Seitstütz. Das heißt, wir gehen in die seitliche Position und drücken uns jetzt mit dem Unterarm und mit dem Bein hoch. Auch hier wieder wichtig, eine gerade Position zu bilden, nicht dass ihr hier runterhängt. Dann seht ihr wirklich nach oben und auch diese Position wieder für 30 Sekunden halten. Wenn das zu einfach für euch ist, könnt ihr auch probieren, das andere Bein noch nach oben hin abzuspreizen. Ansonsten erstmal in einer ganz normalen Position, oder wenn das auch zu schwierig ist, dann könnt ihr die Übung auch auf den Knien durchführen. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und geschafft. Wir wechseln jetzt einmal die Seite. Beide Seiten sollte man gleichermaßen trainieren. Ich mache jetzt nur die eine Variante vor. Gemerkt, dass wirklich hier die ganze Körperseite arbeiten muss. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und wieder absetzen. Letzte Übung auf dem Boden machen wir jetzt noch etwas für den Bauch. Dazu gehen wir in den Unterarmstütz und halten jetzt unser Gesäß auch hier oben. Allerdings auch, dass man hier wieder schön gerade ist, also nicht das Gesäß nach oben zu weit nach oben nehmen und auch nicht unten hängen lassen. Wenn das allerdings auch schon zu anstrengend ist, um 30 Sekunden zu schaffen, geht auch hier auf die Knie und haltet diese Position auf den Knien 30 Sekunden. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und ihr könnt wieder hoch. So, dann sind wir jetzt auch am Boden durch. Dann gehen wir jetzt nochmal wieder nach oben in die Position. So, dann machen wir jetzt noch weiter mit einer Übung für die Waden. Und zwar könnt ihr diese Übung entweder auf dem Boden durchführen oder auch auf einer Treppe. Dann würdet ihr eben mit den Fußballen euch auf die Kante stellen. Und jetzt geht es darum, dass ihr eure Fersen hochdrückt. Wenn ihr Probleme mit dem Gleichgewicht habt, dann könnt ihr euch eben einen Stuhl mit dazu nehmen und euch auch hierbei festhalten. Ihr könnt die Position immer oben ein bisschen halten. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und geschafft. Als nächstes können wir das Ganze jetzt auch noch einbeinig durchführen. Da muss die Wade natürlich dann die doppelte Arbeit verrichten. Also wenn es zu schwer für euch ist, dann gerne beidseitig weiter. Aber ich mache es jetzt auch einmal einbeinig vor. Das heißt, ich hebe den einen Fuß an und versuche euch jetzt hier hoch zu drücken.
letzten Sekunde dann einmal das Bein wechseln und jetzt mit dem anderen Bein hochdrücken. Jetzt natürlich auch probieren, ohne Festhalten zu machen, aber das ist schon sehr schwierig. Aber dadurch trainiert ihr natürlich auch das Gleichgewicht. Okay. Dann stelle ich den Stuhl einmal wieder weg. Dann machen wir jetzt noch eine letzte Übung. Und zwar wollen wir jetzt noch das Gleichgewicht und die Koordination trainieren. Dabei führen wir jetzt Einbeinstände durch. Jetzt nehmt das eine Bein an und versucht jetzt für 30 Sekunden auf dem einen Bein stehen zu bleiben. Ihr merkt, wie der ganze Körper wie arbeiten muss, damit ihr nicht umkippt. Um es noch ein bisschen schwieriger zu machen, könnt ihr auch die Augen schließen. Merkt ihr, es wird direkt sehr anspruchsvoll. Sonst macht zwischendurch auch mal wieder die Augen auf und wieder zu. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und einmal das Bein wechseln. Ihr könnt auch hier noch mal ein bisschen weiter in die Knie wieder gehen, Hände nach vorne nehmen und die Skiposition wieder einnehmen. Dabei die Augen zu, dann wird es schon ziemlich schwierig. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und geschafft. Um diese Variante noch schwieriger zu machen, könnt ihr euch auch beispielsweise ein Kissen nehmen, das auf den Boden legen oder auch ein Handtuch zusammenrollen. Und jetzt könnt ihr hier nochmal die Einbeinstände durchführen. Ihr merkt, durch den Untergrund muss der Fuß noch mehr arbeiten. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und geschafft. Noch einmal Fuß wechseln. Und wenn man jetzt in die Skiposition geht, Augen zumacht und mit dem Kissen, dann hat man schon die schwierigste Variante. Und das ist wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Und noch 5, 4, 3, 2, 1 und geschafft. Diese Übung könnt ihr zum Beispiel auch wunderbar in euren Alltag integrieren. Beispielsweise wenn ihr Zähne putzt, könnt ihr euch zum Beispiel auf so einen wackeligen Untergrund stellen, einen Fuß hochnehmen und dabei kräftig die Zähne putzen und ihr macht wirklich tagtäglich dann ein Workout. So, dann haben wir es auch schon geschafft. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Mitmachen und wir wünschen euch alles Gute für eure nächste Skifreizeit. Bis dann, tschüss!